So, dann herzlich willkommen zum letzten kompletten Handelstag dieses Jahres. Denn morgen sind die deutschen Börsen nur bis 14 Uhr geöffnet. So, der DAX, dann kommen wir eben gleich auch zum DAX selber. Hier lief eben seit Tagen diese dominante Abwärtstrendlinie. Die wurde heute mit einem großen Gap überwunden und eben auch per Stundenclose und steht aktuell jetzt eben bei 10.810 Punkten. Damit hat sich hier das Bild aus dem DAX dann gefestigt oder hat sich dann durchgesetzt aus dem Tageschart. Da habe ich eben angegeben, dass hier auf jeden Fall oberhalb der Wolke, oberhalb der Unterkante des Rainbows eine Aufwärtsbewegung möglich ist und eben auch präferiert ist. Und wie man sieht, konnten hier jetzt einige Gewinne eben eingefahren werden. Es war definitiv, ja eigentlich zu keiner Zeit jetzt groß hier Short-Position genannt. Also der Markt läuft auch noch am Ende des Jahres so wie gewünscht weiter. Hier sieht man, hier sollte jetzt eben der DAX definitiv das Gap jetzt hier heute sowieso nicht mehr schließen und unter 10.720 nicht mehr zurückfallen. Kursziele oder Zwischenziele, Widerstände liegen eben bei 10.830 in etwa. Das ist hier das Hoch vom 17.12. Und dann wäre als nächster Widerstand dazwischen, wäre für mich jetzt, ja, ob jetzt die 10.900er Marke noch ein markanter Widerstandslevel ist, sei dahingestellt. Also die nächste Marke wäre für mich die 11.000er Marke. Ob natürlich der DAX das ja, noch dieses Jahr hinbekommt, wäre möglich, aber naja, mal schauen. Sind ja nur noch rund anderthalb Tage, beziehungsweise nur noch ein Tag, ein voller Tag Handel möglich. Also hier passt alles. Noch ein Widerstandslevel wäre hier im Wochenchart ja bei 10.870 noch zu benennen und der Rest war ja gerade gesagt worden. Zu den Setups: Die Deutsche Bank lief jetzt hier an den ist ein älteres Setup, lief jetzt an den EMA 200 ran. Größere Kursgewinne sind noch möglich, aber man könnte auch jetzt hier erstmal einen Teilverkauf tätigen. Brent wurde ja letzte Woche schon das Kursziel erreicht. Hier wurde gestern mit WTI neues Setup vorgestellt. Hier lief es zunächst direkt an die erste Begrenzungslinie hin. Dann sollte nochmal ein Rücklauf stattfinden. Der ist jetzt leicht. Hier wurde leicht die Aufwärtstrendlinie durchbrochen, aber noch nicht, sowieso nicht die beiden Stop-Levels touchiert. Und hier, ja, liegt man aktuell bei plus minus 0. Und hier wäre jetzt ein neuer Buy-Trigger eben über der 37 US-Dollar-Marke möglich. Oder eben hier die Absicherungen unten. Euro zu US-Dollar, da hat mir ja die gestrige Kerze nicht so gefallen, der Aufwärtstrend konnte sich jetzt hier leicht fortsetzen, also gut, zwingend nötig ist jetzt hier kein Anstieg mehr, beziehungsweise ein neuer Einstieg ist jetzt hier nicht zwingend nötig. Wer investiert ist, sollte einfach den Stopp nachziehen. Pfund gegen US-Dollar, hier würde erneut die Unterkante des Rainbows angelaufen und gab eben auch heute erneut einen bärischen Abprall. Also hier könnte, wie gestern im Video erwähnt, nochmal
das untere Level angelaufen werden und erst dann eine größere Aufwärtsbewegung erfolgen. Was für Setups laufen denn noch aktuell? Gary Weber wurde eigentlich ja schon verkauft, aber hier läuft es ja auch in Richtung, könnte es noch Richtung eben 13,30 laufen, aber dann fehlt womöglich noch ein weiteres Tief, um dann größere Kursziele nach oben abzuarbeiten. Also hier sollte man auch vorsichtig sein, den Stopp eng absichern, die Position eng absichern mit engen Stops. Und Gold wird dieses Jahr womöglich einfach ja, hier zwischen 10.080 ja, und 10.065 wohl aus dem Handel gehen dieses Jahr. Ob jetzt hier ein neues, wirklich richtiges Kaufsignal noch stattfinden wird, ist fraglich, aber ja, nicht unmöglich. So, danke fürs Zuhören und wir sehen uns dann noch morgen am letzten Handelstag. Und ich werde nachher noch die Märkte screenen, ob ich noch ein interessantes Setup finde.